Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video habe ich ein paar Kristalle, die ich im Verlauf der letzten Wochen aufgemacht habe. Habe das Ganze jetzt mal komprimiert auf ein Video. Wir fangen an mit den Grandmaster-Kristallen. Aus irgendeinem Grund sind hier leere Felder drin und das Quietschen im Hintergrund ist meine Tür. Wie gesagt, da sind leere Felder drin. Ich weiß nicht warum. Ist ja auch egal eigentlich. Wie ihr sehen könnt, erst ist wieder ein 3-Sterne-Champion, 3-Sterne-Kingpin. Ja, mei, das ist halt so. Ich erwarte mittlerweile gar nicht mehr sonderlich viel anderes als 3-Sterne-Champions aus den Kristallen. Dann wird man schon nicht enttäuscht. Aber das ist bei mir schon immer so. Die Erwartung niedrig halten, dann wird man nicht enttäuscht. Wie dem auch sei, insgesamt ist es gar nicht so schlimm, wenn ich 3-Sterne-Champions ziehe. Das bedeutet nämlich lediglich, dass ich die Signaturstufe von den Champions erhöhe. Und das ist eine gute Sache, weil es gibt ein paar 3-Sterne-Champions, die ich nicht als 4- oder 5-Sterne-Champion habe, und wenn ich zu den Videos machen möchte, was der Fall ist für ein paar, mit denen ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen rumgespielt habe, dann ist es von Vorteil, wenn die eine hohe Signaturstufe haben. Wir haben hier den zweiten Grandmaster-Kristall, da wird auch ein 3-Sterne-Champion rauskommen, das kann ich jetzt gleich sagen. Es ist einfach so, ich würde mich so freuen, wenn ich mal einen 5er rauskriege, aber naja, wie dem auch sei. Taskmaster ist zum Beispiel einer von den Fällen, der mit einer hohen Signaturstufe deutlich besser ist und dann entsprechend auch deutlich mehr Spaß zu spielen macht. Also falls ich ein Taskmaster-Video machen wollen würde und den ich als 4- oder 5-Sterne-Champion hätte, dann könnte ich die 3-Sterne-Version nehmen. Ich habe allerdings eine 4-Sterne-Version. Apropos 4-Sterne-Version, jetzt haben wir noch ein paar 4-Sterne-Champions aufzumachen. Normalerweise ist es so, dass ich die relativ lang spare und dann einfach immer 5 Stück auf einmal aufmache. In dem Fall habe ich es jetzt aber tatsächlich ausdrehen lassen. Was ist der Grund dafür? Keine Ahnung, kann ich im Nachhinein wirklich nicht mehr sagen. Welche Champions will ich aus 4-Sterne-Kristallen? Es gibt ein paar, die ich noch nicht dupliziert habe. Die sind natürlich ziemlich cool. Oder solche Sachen wie jetzt hier mit dem Spidey. Wenn ich die Möglichkeit habe, einen Max-Signatur-Kristall zu bekommen. Also wenn ich jemanden auf 99 schon habe. Es ist natürlich eine coole Sache. Ganz am Anfang hier hat man Dark Hawk durchlaufen sehen. Den würde ich gern duplizieren. Ich habe ihn nämlich nicht dupliziert. Venom, die Ente, habe ich auch nicht dupliziert. Das wären Champions, die natürlich noch ziemlich cool wären. Ansonsten ist es mir bei den Vierern relativ wurscht. Was ich noch unglaublich gern hätte, wären 4-Sterne-Aegon. Den würde ich nämlich direkt auf Rang 5 bringen. Ich habe Signatursteine, ich habe Erwecker für fast alle Klassen bei den 4-Sterne-Champions und generische, ich glaube 2 sogar. Das bedeutet, wenn ich einen Aegon ziehen würde, könnte ich ihn relativ schnell aufwerten. Das wäre eine ziemlich coole Sache, ist leider aber momentan noch nicht der Fall. Da bleibt mir das Glück aktuell noch ein bisschen verwehrt. So, dann andere Champions, die ich einfach noch nicht habe, wären natürlich auch cool, wie jetzt der Havoc zum Beispiel. Aber abgesehen davon, wie gesagt, der Joe Fixit ist jetzt auch 99, das ist eine ziemlich gute Sache. Ich freue mich natürlich auch über das ganze ISO, das man da bekommt. Entweder verkaufe ich es oder ich kann es nutzen, um andere Champions aufzuwerten. Es ist also nicht so, dass die Sachen da irgendwie unnötig sind. Mordo müsste schon 99 sein. Den habe ich nämlich schon ganz schön lang. Ja, genau. Mordo war eine ganze Zeit lang mein Profilbild, weil der ein relativ hohes Prestige hat und ich den als 5-Sterne-Champion, als 4-Sterne-Champion auf Rang 5 gebracht habe. Und dann hat es lang gedauert, bis ich einen Champion habe, der das Prestige von Mordo übersteigt. Ja, wie dem auch sei. So, wir haben hier nochmal 2 4-Sterne-Champions. Dann kommen wir langsam zu den 5-Sterne-Champions, die dir wahrscheinlich am meisten interessieren. Das 4-Sterne-Gedöns ist für die meisten vermutlich nicht sonderlich interessant. Wie gesagt, ihr könnt ja ein bisschen schauen, welche Champions ich ziehe, welche Champions ich habe, und könnt mir dann einfach schreiben, wenn ihr ein Spotlight zu irgendwas sehen wollt. Ich brauche unglaublich lang, um da welche zu machen, also macht euch da nicht große Hoffnungen. Ich arbeite momentan an mehreren gleichzeitig, weil ich immer, naja, mal Bock auf den Champion habe, mal Bock auf den, dann nehme ich ein paar Sachen auf und dann versuche ich das Ganze irgendwie in eine brauchbare Form zu bringen. Da sollte also auf jeden Fall was kommen. Das ist so ein Fokus von mir für die nächste Zeit, weil ist immer interessant und ich habe ein paar Champions. Wie gesagt, gerade die 3-Sterne-Version davon habe ich ein paar von den neuen Champions, die vielleicht nur interessant zu sehen wären für den einen oder anderen. Ich habe mir jetzt eine Venom, nicht Venom die Ente, sondern Howard die Ente. Ist natürlich jetzt nicht die beste
Ausbeute, aber naja, wie dem auch sei. So, dann sind wir hier jetzt auf der Suche nach den Aufwertungskristallen. Ich habe nämlich Ultrons Angriff abgeschlossen. Nach langer, langer Zeit habe ich mich da durchgequält. Und man bekommt für jedes Kapitel einen 2 auf 3 Aufwerter und für den Abschluss insgesamt einen 3 auf 4 Aufwerter für 5 Sterne Champions. Bei 2 bis 3 ist es mir relativ egal, was ich bekomme. Sollte nicht unbedingt ein Mutant sein, weil von den Mutanten habe ich unglaublich viele Entwickler. Abgesehen davon bin ich da für alle Klassen offen. Das ist mir eigentlich echt egal. So, hier habe ich ein 2 auf 3. Da habe ich leider keinen Champion für momentan. Da hapert es ein bisschen mit den mystischen Champions. Ja, aber mal schauen, was in Zukunft kommt. Und Dr. Doom ist ja immer noch eine Option, wenn ich den dann in anderthalb Jahren irgendwann mal ziehe. So, dann haben wir den zweiten Stein, beziehungsweise das zweite Juwel. Ich weiß gar nicht mehr, was da rauskam. Ein Talent. Ja, muss ich mal schauen, falls ich irgendwann Nick Fury ziehen kann. Nick Fury ist ja mittlerweile, glaub, im normalen Kristall oder nicht, oder keine Ahnung, aber wird irgendwann mal drin sein. Hier habe ich einen Screenshot für meine Allianz gemacht, um meine Beute zu teilen. Muss Ihnen natürlich auch ganz stolz erzählen, dass ich Ultrons Angriff abgeschlossen habe. Auch wenn die meisten da schon durch sind, ist es trotzdem für mich ein. Ich finde es schon stark, dass ich es geschafft habe. Ich habe mich wirklich lang davor gedrückt, also wirklich, wirklich lang davor gedrückt, das zu machen, weil es einfach unglaublich unangenehm ist. So, hier habe ich mal mit Highspeed an dem, an den entsprechenden oder am entsprechenden Kristall vorbeigescrollt. Sollte jetzt gleich kommen. So, bei den 3 auf 4, mein absoluter Favorit wäre Forschung gewesen. Dann hätte ich meine Wasp aufgewertet, ohne mit der Wimper zu zucken. Oder Technologie, da wäre dann, hätte ich mich dann entscheiden müssen, ob ich Ghost nehme oder ob ich OG Vision nehme. Ihr könnt aber gleich sehen, was rauskommt. Und zwar ist es ein mystische Aufwertungsjuwel. Besser als Kosmos, da habe ich nämlich noch einen rumliegen. Mystisch, ich habe einen Ghost Rider, so heißt er. Ich habe einen Ghost Rider, den ich damit vielleicht aufwerten will. Das muss ich mir nur überlegen. Ich habe ja schon Dormammu und Magic auf Rang 4. Und Ghost Rider ist der einzige, der in meinen Augen von meinen Champions da jetzt noch Sinn macht. Symbiote Supreme habe ich ja 6 Sterne Champion, da werde ich die 5 Sterne Version nicht aufwerten. Da muss ich mal schauen, das muss ich mir noch überlegen. Ich brauche unglaublich lang für solche Entscheidungen. Ich überlege seit Wochen, welchen Champion ich als nächstes auf Rang 5 bringe, und komme nicht wirklich vorwärts. So, dann haben wir jetzt hier den ersten 5-Sterne-Kristall. Das ist der erste von 3 in dem Video, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich hätte halt gern immer noch einen Void, einen Captain America Infinity War, den Gladiator Hulk, also den Gladi Hulk würde ich nehmen, das Ding würde ich nehmen. Proxima, Dupli, Domino, da kommen lauter gute Champion und ich ziehe eine Thor Jane Foster. Ist natürlich jetzt nicht so eine coole Sache. Der Champion danach wäre auch echt, echt okay gewesen. Die positive Seite an der Sache ist, das erste Mal, dass ich sie dupliziere. Also, ja, mei, nehmen wir jetzt mal so mit. Insgesamt ist der Champion ziemlich cool, aber halt leider nicht wirklich gut. Das ist so, zieht sich durch das Spiel. Ja, dann habe ich, keine Ahnung, war ich hyperaktiv und habe mit Kristallen in der Gegend rumgewedelt. Keine Ahnung, warum ich sowas mache. Auf jeden Fall habe ich es gemacht. Und dann, schau mal, ich weiß nicht mehr, was aus dem Kristall, aus den Kristallen alles rauskam. Da ich dachte, dass ich mein Sabertooth dupliziere, das weiß ich noch. Ja, damals Punisher 2099. Ja. Okay. Kann ich nichts mit anfangen. Absolut nicht. Es gibt viel bessere Tech-Champions, die ich aufwerten würde. Er ist nicht der schlechteste Champion, das weiß ich. Da muss ich einen Screenshot machen, weil mein kleiner Bruder hat den nämlich vor kurzem oder hat den als einen seiner ersten 5-Sterne-Champions gezogen. Und da muss ich das ihm schicken und mein Leid mit ihm teilen. Er ist nicht der schlechteste Champion. Das Ding ist, ich habe halt Sentinel, ich habe Ghost, ich habe OG Vision. Es gibt Nebula, es gibt einfach viel bessere und ja. Daher bleibt er wahrscheinlich erstmal auf niedriger Stufe. Muss ich mal schauen, was ich mit dem mache. Dann haben wir den letzten 5-Sterne-Kristall im heutigen Video. Da sind auch so coole Sachen dabei und ich ziehe halt einen Karnak. Seine Signaturfähigkeit ist, glaube ich, ziemlich unnütz. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das Ding ist, ich habe mal 6-Sterne-Champion und ich würde so oder so mit der 5-Sterne-Version
nichts anfangen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert ist, weil jetzt ging gerade mein Bildschirm aus und jetzt laggt alles. Naja.